Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zu unserem Kurs Lerne die arabische Schrift. Wir sind jetzt in Lektion 13, Teil 4 und wir wollen heute noch ein paar Wörter lernen, inshallah. Das sind vor allen Dingen Wörter, die wichtig sind für uns zum Lesen und auch, wo nochmal solche Dinge vorkommen, wie zum Beispiel Idram oder Iqlab. Das sind Wörter, die in der Tajwid wichtig sind oder Begriffe, die in der Tajwid wichtig sind. Und diese Konzepte, die sehen wir jetzt hier in vor allen Dingen in diesem Teil und auch schon vorher in dem letzten Teil. Aber wir wollen uns nicht zu sehr mit diesen Dingen beschäftigen. Wir wollen wirklich versuchen, uns auf das Lesen und Schreiben zu konzentrieren. Und wenn ihr Tajwid lernen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch den Arabisch-Intensivkurs machen, den ich auch schon beim letzten Mal erwähnt habe. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung zu diesen ganzen Videos in diesem Lerne die arabische Schriftkurs. Lasst uns einmal anfangen. Das Wort, das ist relativ einfach zu lesen, Yauma. 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 Dabei ist es wichtig, dass ihr nicht Yauma sagt, sondern wirklich nur Yauma. Hier kommt ihr zu einer Sonderregelung. Ihr seht, über dem Nun gibt es kein Tashkil, es gibt kein Fatha, es gibt kein Kasra, es gibt kein Dhamma, aber es gibt auch kein Sukun. Und das ist, weil dieser Buchstabe sich mit dem Nächsten verbindet und dann bekommt der Nächste ein Shadda. Das passiert nur in ganz bestimmten Fällen, wie zum Beispiel hier. Faman ya'mal. Hier ist auch wieder ein Ja mit einem Tanwin. Diesen Fall hatten wir schon beim letzten Mal. Und wir haben gesagt, dass das Tanwin dann nicht mehr mit Nun ausgesprochen wird oder mit einem N, sondern da bekommt dann der nächste Buchstabe, wenn das ein Ja ist oder ein Wow ist, dann bekommt das ein Shadda und das N wird weggelassen. Also hier wäre es jetzt Yawma'idi yasduru. Und hier darf man nicht vergessen, dass man auch in die nächste Zeile reingehen sollte. Also Annas, das gehört mit zu diesem Teil dazu. Yawma idhi yasdurun nasu. Yawma idhi yasdurun nasu. Hier sieht man das eigentlich ganz schön. Hier wird das nämlich schon mit geschrieben. Also hier ist das Shadda, was wir gerade eben besprochen haben, dass halt das Nun in bestimmten Fällen zu einem Shadda des nächsten Buchstabens eigentlich wird. Hier ist es Mirrobbika. Das ist nicht Minrobbika, das ist schwierig auszusprechen, sondern Mirrobbika. Mirrobbika. Hier, das ist auch ein Dhammatan. Das ist einfach eine andere Schreibweise des Dhammatans. Und hier ist auch wieder der Shadda. Also das eine Tanwin oder das Tanwin hiervon verwandelt sich in ein Shadda des nächsten Buchstabens. Dann wird das nämlich ausgesprochen. Rasulum minallahi. Rasulum minallahi. Hier passiert es auch mit dem Mim wieder, also dass das Tanwin in ein Shadda sich verwandelt. Suhufam mutahharatan. Suhufam mutahharatan. Hier ist auch wieder das Tanwin, ändert sich in das Shadda. Saffala yatakallamuna. Saffala yatakallamuna. Saffala yatakallamuna. Masha'Allah. Somit kommen wir jetzt zum Ende der Lektion 13, Teil 4. Wir sehen uns, inshallah, in Lektion 13, Teil 5.
Bis dahin, macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.